Moin zusammen, wieder am Start mit Assassin's Creed Unity. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Ich habe meinen Kaffee gemacht. Wir haben einen wunderschönen Abend hier in Apolda, muss ich ehrlich sagen, wenn es auch ein bisschen stürmisch und regnerisch ist, aber frisch geduscht und schön die Heizung an, dass es mir nicht kalt wird, ist es einfach geil, muss ich sagen. Wir werden jetzt einfach hier weitermachen, wir werden zum nächsten Ausrufezeichen gehen. Wo wir jetzt schon die nächste Zeit, in der letzten Zeit, ja, die ganze Zeit schon waren. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir mal durch die Stadt laufen? Vielleicht nicht. Oh, was ist denn hier alles los? Ach so, hier ist irgendwas. Der sucht irgendwas. Aber was geht denn hier ab, so? Okay, der, seine Hand ist in drinne. Ach so, okay, was ist das hier? Hab ich jetzt die Hauptgeschichte jetzt gefunden? Zufällig? Rein mit dir! Zum dritten Mal diesen Monat. Ich brauche Essen. Ihr müsst mich füttern. Passt doch. Schnauze! Was wollt ihr? Viele Delikte zurzeit. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich danke euch vielmals. Ha! Was ist mit all den Morden, die ihr nie aufklärt? Ich sagte Schnauze, Vedok. Überleg doch. Er hat die Arbeit, ihr die Lorbeeren. Ich sag euch was. Klärt einen Mord auf, dann werde ich euch eine Waffe schenken. Bis dahin habe ich jedenfalls Besseres zu tun. Nichts Einfaches. Detective Hütte ist am Start. Hey! Ich kenne die Straßen. Ich kann euch helfen. Warum freue ich mich auch gerade? Weil dieses stinkende, faule Schwein von einem Polizeiminister keinen stinkenden, faulen Finger rührt, um selbst einem Gauner wie mir die Hoffnung zu geben, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so ein Drecksloch ist wie jetzt. Und weil mir sterbenslangweilig ist. Oh, um Gottes Willen, schweig doch, Vedok. Mhm. Was heißt jetzt so? Freuen wir ihn jetzt so? Ja, natürlich. Oh, warte, ich muss jetzt das mal lesen. Ah, wir haben die Karte gefunden, Leute. Diese Stadtbezirk haben wir und das andere haben wir noch nicht, oder was? Ach, hier ist noch was, ist das hier? Die Herren der Wachsfiguren. Das Ritual des... Achso, okay. Okay, das ist jetzt unsere, im Moment unsere ganze Karte. Die ist aber sehr groß, muss man ehrlich sagen. Ah, wir haben... Nee, wir haben erst eine Stadt erobert. Tipps, finde die Sehigkeiten, um Pläne zu reißen. Ja, danke. Ich will jetzt gucken, was das ist hier. Oh Mann, geh doch mal Tipps weg. Wenn ihr Verbrechen aufklären wollt, könnt ihr nicht einfach hergehen und den nächsten Verdächtigen, den ihr trifft, ins Zuchthaus werfen. Nun, natürlich könnt ihr das, aber dann erwischt ihr fast immer die falsche Person. Seht, wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt, braucht ihr ein umfassendes System, um herauszufinden, wer es war, warum und wie. Ich werde euch einfacher machen und die Grundlagen hier auflisten, lasst es euch dann da raus und schnappt die Mörder. Erstens, all eure Entdeckungen werden in einer Fallakte festgelegt. Seht dort nach und um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was ihr bisher herausgefunden habt. Zweitens, untersucht alle Hinweise und sprecht mit allen Zeugen. Benutzt eure Augen und Ohren. Einige Hinweise werden euch an neuen Orten führen. Seid nicht faul, geht dorthin und sucht nach weiteren Hinweisen. Viertens, seht die Fallakte an, benutzt euren Kopf. Welche verdächtigen Personen hatte die Gelegenheit, die Mittel und ein Motiv? Fünftens, wenn ihr wisst, dass nur einer der Verdächtigen das Verbrechen begangen haben kann, dann kehrt zum Täter zurück und beschuldigt ihn. Dafür, dass der Typ ein Gauner sein soll. Menschen waren mir immer schon unheimlich.
Ah, okay. Abgeschottet in riesigen Gebäuden. Damit kommt nicht jeder zurecht. Seht euch doch das Kloster hier auf der Insel mal genauer an. Okay, werde ich machen. Auf Karte ansehen. Was ist das hier? Ah, das bin ich, okay. Hehe. Ist die Frage, wo dieses Kloster ist. Kukada. Fortschritt ansprechen, okay. Die Wiedergeburt? Nee. Ich frage jetzt, ob ich da hin muss. Okay. Was sind das so für Orte? So. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Doch, ich weiß natürlich, wo wir sind hier, aber... Ich habe das schon durchgelesen. Ja, ich will einfach raus aus der Karte. Mein Gott, ist das so schwer? Die Leichen untersuchen. Das ist die Frage, wo jetzt die Leichen sind. Gehen wir erstmal hoch und gucken erstmal da oben nach. Kann ja sein, dass da oben was ist. Mal schauen. Auf jeden Fall ist Detective Hütte richtig am Start. Und wenn wir den Fall aufklären, dann kriegt man ja einfach ganz einfach eine Waffe. Ich frage jetzt eine Schusswaffe, ob die gut ist oder schlecht. Das ist ja relativ egal. Aber so können wir uns langsam mal was... Andere Frage. Was ist denn das hier? Hallo? Ja, Alter. Achso, die Zeitung. Naja, lass eine Nationalversammlung. Mensch, Hass. Okay. Die Leute, die es interessieren, die können das jetzt durchlesen. Madame Tussauds besonders Geschick. Die außergewöhnliche Madame Tussaud erschafft euch einfaches Wachs. Achso, das ist einfach jetzt so eine Zeitung, die wir uns durchlesen können. Recht interessant, muss ich sagen. Das können wir uns jetzt einfach auch in der Datenbank jetzt anziehen. Das ist ja recht geil. Problem ist manchmal nur, ich weiß jetzt nicht, wo genau ich hingehen muss. Okay, das ist sehr nett, dass uns jetzt mal hier wieder ein cooler Punkt angezeigt wird. Weil ich habe damit gehofft, dass uns das angezeigt wird auf der Karte. Und wäre fast verzweifelt, wenn nicht. Deswegen habe ich ja gerade auf der Karte nachgeguckt. Und nicht schon wieder hier. Bezirk CT, das kennen wir uns ja prima aus. Wir haben, glaube ich, hier den einen Typen ja angeblich ermordet. Wir haben ihn ja nicht ermordet, uns ein Stiefvater. Man kann ja sagen Stiefvater. War ja ein sehr netter Freund von uns, wenn es auch die ganze Zeit ein Templer war und wir und unser Vater mehr oder weniger eine Assassine. Die Frage, ob er uns einen Vater getötet hat. Das ist jetzt eigentlich jetzt mal interessant zu wissen. Danke. So, jetzt haben wir erstmal auf den Straßen weiterlaufen. Alter, da hat mir einen Stuhl einfach in den Weg gestellt. Aber das ist schon ein Stückchen hin. Tut mir leid, 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 tut mir leid. So, jetzt sind wir bei den Klostern anscheinend. Dann ist es mal... Ey, ich würde gerne mal wissen, was die alle gegen mich hier haben, jetzt mal ehrlich. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Vielleicht oben drüber. Wir gucken uns das mal um. Und vielleicht rundherum irgendwo gucken können. Ah. Okay, werden wir uns das mal hochgehen. Schauen mysteriösen Mordfall und Fallakte an.
Ja, wie kann ich da jetzt untersuchen? Ein toter Mönch, Bruder G, stranguliert mit einem Rosenkranz. Er scheint von seinem Stuhl gefallen zu sein, als er gerade an seinen Tisch schrieb. Mhm. Sehr mysteriös, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Ach so, okay. Herr im Himmel, Bruder Stanislas, Bernard und sogar der geschätzte Bruder Benoit und dann Bruder Jean, alle tot. Das begreife ich alles nicht. Drei Mönche sind noch am Leben. Gott sei Dank. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass der Mörder einer von ihnen ist? Ach, Unsinn. Wer unter ihnen sollte zu so etwas fähig sein? Der anscheinend ganz klein ist und ganz nach oben will anscheinend. Mit ihnen reden hier? Ein älterer Mönch, der tot in seinem Bett liegt. Seine Gesichtszüge sind fahl und sein Gesicht ist bleich. Achso, die wurden alle ermordet oder was? Mist, ey. Ja, geh doch mal weg, die Datenbank, bitte. Ein älterer Mönch, der tot in seinem... Achso, ein Pfahl, okay. Ja, naja, hätte sein können. Selbe, hallo. Geht doch mal bitte weg, Fallakteneintrag. Okay, es ist dasselbe. Ist ja schon mal sehr gut zu wissen, dass alles dasselbe ist. Kreieren. Der tote Mönch hält ein zerknülltes Stück Papier umklammert, das offenbar aus einem Tagebuch gerissen wurde. Darauf steht: Schuldig, ich habe sie vergiftet. Er hat gesagt, es sei Gottes Wille, dass ich es tue, denn es wurde prophezeit. Doch ich kann meiner Schuld nicht entfliehen. Ich bin ein Mörder. Ich muss meine Schuld augenblicklich bekennen, bevor der Eintrag ist unvollständig. Ach so, okay. Ich muss ja ehrlich sagen, das ist ja total genial. In Assassin's Creed, jetzt in der Französischen Revolution, man spielt als Assassin's Creed, muss jetzt nicht gleich die ganzen Assassinen-Missionen machen. Man muss erstmal ein bisschen hochkämpfen. Man guckt sich die Stadt am Anfang an. Man macht jetzt zum Beispiel, oder man ist ja jetzt mehr oder weniger am Boot. Man hat jetzt Langeweile, man hat erfahren, dass seine Freundin, oder die Freundin zumindest, achso, das habe ich schon, dass seine Freundin, Elias, eine Templerin ist. Er soll anscheinend, angeblich den Typen ermordet haben, eben Elias Vater, Man ist ja total am Boden. Man war im Gefängnis und hat jemanden kennengelernt. Man weiß, dass er eine Assassine ist. Danach hat er ja, wie ich jetzt eh vorhin gesagt habe, mitbekommen hat, dass seine große Liebe eine Templerin ist und ein Feind ist und dass sie nichts von ihm wissen will. Was soll man in der Situation machen? Außer sich jetzt mal ein bisschen die Stadt durchzukämpfen, weil man hat ja nur noch das T-Shirt an, man hat ja die Sachen eigentlich noch von dem Vater von Elysia an. Und versucht sich ja ein bisschen da durchzukämpfen. Aber wir gehen jetzt mal wieder zurück zu der Geschichte und lösen den Fall jetzt auf. Persönliche Gegenstände. Beachtenswert ist ein riesiges Buch, voll mit faszinierenden Verzierereien. Die Prophezeiung von Nostradamus. Okay. Ist hier jetzt irgendwas? Nee. Okay. Können jetzt auch noch runtergehen, das ist das Gute. Schauen Sie dem historischen Malfall. Okay, mit ihm kann ich noch reden. Hallo? Es ist so viel geschehen. Können Sie mich bitte angucken? Hier ist der Tod der älteren Mönche. Bruder Jean servierte ihnen Wein, dann wurden sie sehr müde. Sie gingen zu Bett und wir konnten sie nicht mehr wecken. Ich lief zum Doktor. Und als ich zurückkam, was fand ich vor? Sie waren alle tot. Und nun Bruder Jean. Er drosselt an seinem Pult. Aha, okay. Also war er an der Tat nicht da. Er war also... Beschuldigen? Er war ja nicht an seiner Tat... Er war ja nicht da, das ist das Ding.
Hinweis ansehen. Warte mal. Weil jetzt kann ich gerade die Hinweise ansehen. Schwierig? Okay. Was? Ist hier schwierig? Okay, krass. Sehenswürdig. Mission. Alles. Ha. Legende nicht. Zurück zum Spiel. Ich wollte mir jetzt eigentlich meine Fallakte angucken, aber na gut, anscheinend kann ich das doch nicht machen. Ah, da draußen ist noch einer. Okay. Gehen wir jetzt mal raus zu den netten Knaben da draußen. Schauen wir uns mal. Okay. Das ist auch einer der einzigen, die bei den ganzen Geschehen anscheinend dabei waren. Hallo? Ich sah einen Mönch dort drüben, okay, der ein Feuer machte. Ein Feuer, okay, hier im Weingarten. Nun, ich rief, er soll verschwinden, dann lief er davon. Achso, im Prinzip kann ich mir nur mal alles angucken. Achso. Ah, mysteriös, mysteriös. Ach, da ist das Feuer. Das Feuer kann ich mir auch noch. Das Feuer kann ich mir auch noch angucken. Das ist genial. Ach, da ist ein Brief. Ah, da wollte was verbrennen. Vergiftet den Wein im Fass. Doch ich schenkte ihn aus. Wüsste er, dass ich gestehen will, würde er nicht zögern, mich eigenhändig zu töten. Oh, verflucht sei der Tag, an dem Nostradamus Voraussagen hier in Honores Besitz gelangten. Er ist verrückt. Er hat mich ebenfalls in den Wahnsinn getrieben, doch ich bin... Achso, okay. Wir können bisher jetzt nur einen Arsch beschuldigen. Der draußen, der Gärtner, hat damit gar nichts zu tun. So, die Leichen haben uns jetzt schon... Die Leichen haben uns jetzt schon angeguckt. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen rumgehen. Müssen wir uns das noch ganz anschauen. Ah, da drüben ist noch ein Mönch. Ah, was machen Sie da in den Grab? Sie sehen doch schon so verdächtig aus. Hallo. Bruder Honoré macht mir Sorgen. Er und Bruder Jean standen sich sehr nah. Ich fürchte, der Mord an Jean nagt sehr an seinem Verstand. Okay, er sagt aber gerade auch gar nichts dazu. Er war anscheinend auch dort. Ist mal gut zu wissen. Ah, da vorne ist noch ein Mönch. Hallo! Ach, drei Mönche, ja, stimmt ja. Einmal der. Hallo? Der Wille Gottes ist nicht so, das ist er. Für uns Sterbliche. Wir suchen und beten und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise, wie etwa in den Schriften der Propheten. Ich glaube, Nostradamus ist ein solcher. Wir haben jetzt drei Leute, die wir beschuldigen können. Noch ein Hinweis, und ich glaube, das ist der wichtigste. Wir brauchen noch einen Hinweis. Ich glaube, den holen wir uns auch, weil nach den Folgen von... Hallo, was geht denn hier draußen ab? Okay. Die da draußen veranstalten ja also ein Festival. Kann ich runter? Was ist denn das? So, nein, lass dich los. Danke. So, jetzt sollten wir mal das schauen. So, wo ist der letzte Hinweis? Ist hier irgendwas? Ist irgendwas Goldenes? Nee. Wir können uns anscheinend nur drei Leute beschuldigen, aber uns fehlt noch ein wichtiger Hinweis. Hier eventuell was? Den hier. Da oben ist noch eine Kiste. Aha. Gut zu wissen.
Da haben wir anscheinend die eine Kiste da oben vergessen. Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Wir werden erstmal schauen, was da drin ist. Und dann schauen wir uns erstmal die Akte an und lösen den Fall. Danach ist auch höchstwahrscheinlich die Folge gleich zu Ende. Aber ich will den Fall erstmal noch lösen, weil es schwachsinnig ist, jetzt eine neue Folge damit anzufangen. Hier war doch was, okay. Persönliche Gegenstände. Außerdem auf dem Boden der Truhe eine einzige Seite, die aus dem Buch gerissen worden. Von sieben Schweigen werden sie auf drei reduziert. Die Ältesten werden vom Tod überrascht. Die zwei werden zum Brudermord verführt. Die Verschwörer werden im Schlaf sterben. Nostradamus. Eigentum vom Bruder Jean. Da, eigentlich kann es dann nur, jetzt mal ehrlich, sein, dass es nur einer sein kann. Achso. Aber ich wage es kaum. Ist es möglich, dass meine Meinung ist es eher nicht. Er war an dem Zeitpunkt nicht da. Wer unter ihnen sollte der da drüben kommt mir sehr suspekt vor, aber er sagte, dass der Bruder Hornes sehr nahe zu ihm stand und höchstwahrscheinlich und er ist auch so von Nostradamus auf dieses Buch fixiert. Deswegen werde ich ihn jetzt mal eiskalt beschuldigen. Das liegt mir gerade sehr auf der Hand. Ich schaffe den. Der Wille Gottes ist nicht begreifbar für uns Sterbliche. Wir suchen und tun unser Bestes. Wir erkennen kleine Hinweise. Den Verschwörern verhieß man den Tod im Schlaf. Jean war Opfer eines Brudermords. Ist es Mord, des Schicksals Bote zu sein? Habe ich es geschafft? War ich ein geiler Held? Das ist die gute Frage jetzt. Ja, Leute, ich bin jetzt gespannt, ob ich es jetzt geschafft habe oder nicht. Ob ich ihn jetzt ausreden hätte lassen müssen? Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch. Selbst dies. Ich hoffe, es war jetzt richtig so. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches getan. Er ist doch nicht ganz bei Trost. Verhaftet den Irren, in 9 von 10 Fällen war er es. Bedient euch. Hey, was ist da los? Ich hab's geschafft. Bedient euch wo jetzt? Ich habe einen Holzhammer bekommen. Was ist jetzt hier so? Achso, ich kann also anscheinend jetzt mehrmals dorthin gehen und mir was holen. Sehr interessant. Ihr könnt ja mal ohne diese Folge ja mal schreiben, wenn ihr halt den Mund. Wenn ihr mal Bock habt. Alter, der Typ hat mich gerade. Kommt ihr nicht weiter? Der sieht mich nicht, ich gehe jetzt raus erstmal. Ich gehe jetzt erstmal schön aufs Dach und werde jetzt mich erstmal schön aussprechen lassen. So Leute, die Folge ist erstmal zu Ende. Das war's mit Assassin's Creed Unity. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Könnt ihr mal unten in den Kommentaren ja schreiben, ob ihr jetzt mehr Abwechslung sehen wollt bei Assassin's Creed, ob ihr jetzt so Nebenquest sehen wollt oder wirklich jetzt nur die Hauptstory. Ich muss sagen, ich würde jetzt, wenn ihr das schreiben würdet, ihr würdet jetzt nur die Hauptstory machen, würde ich jetzt nur die Hauptstory machen und offcam jetzt die anderen Fälle, weil das macht jetzt mir mehr oder weniger Spaß. Oder wir könnten, oder wenn ihr euch jetzt, wenn das euch jetzt gefallen habt, dann können wir ja von mir aus ruhig jetzt mal Detective Hütte raushängen lassen, ein paar Folgen jetzt hier, ein paar Missis hier machen, ein paar Mordfälle aufklären. Vielleicht kriegt man ja mehr Waffen bei einem elendlichen Holzhammer, jetzt mal ehrlich. Einen Holzhammer, was soll man damit anfangen? Würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und tschaußen!